Jo Leute, Bruno ist wieder am Start und heute gibt es wieder einen chaotischen Vlog. Keine Ahnung, was hier passieren wird. Sweezy kommt zu mir. Ich werde ihn jetzt erstmal abholen. Ich habe gerade noch so ein bisschen hier aufgeräumt. Warte mal. Guck mal, wie sauber das hier ist. Also geht schon halbwegs. Auf jeden Fall nicht mehr so viel los. Vorher war alles noch absolut zugemüllt, aber wir fahren jetzt erstmal los und der kommt, glaube ich, schon in circa 10 Minuten an und ich brauche ungefähr 15. Also ja, wird schon klappen. Es tut mir leid. Ja, Digga. Falls euch interessiert, was für Hosen ich habe, das sind meine ganzen Hosen. Hier, da, da noch ein paar und hier und dann, das war's dann auch irgendwie schon. Die liegen hier einfach so rum. Und ja, darüber muss ich eigentlich nicht reden. Das ist so die kleine Auswahl von Schuhen, die ich halt gerne trage. Und hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen, da noch ein paar. Und hier schon die Impact Cap und meine Jacken. Jo, let's go. Sicherheit geht natürlich vor, meine lieben Freunde. Jawohl. Ah, ich bin viel zu spät. Er kommt in absolut 5 Minuten an. Ich habe ihm schon geschrieben, dass ich zu spät komme. Und er meint, alles gut, ja dann. Der Copyright Strike ist sowas von da. Da liegt er. Was geht? Wie geht's dir? Supi dupi und dir? Aber wieso liegen da Tempos auf deinem Bett? Ich habe meine Tage. Oh, sorry. So, Plan ist jetzt zu Vasili ein bisschen Steak essen. Und dann, boah, ja, sonst, Mann. Ja, wo soll man auch sonst essen gehen? Und wenn wir Glück haben, gehen wir morgen mit Marcel und Sonny zum Lollapalooza Festival, aber... Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr, sehr niedrig. Na, Marcel? Leute, es gibt nämlich zwei Probleme, die Sweezy jetzt einmal kurz festhalten möchte. Also, erstens, wir haben noch keine Tickets. Also, Marcel und Sonny haben welche, aber wir haben die gerade angeschrieben. Und das zweite Problem ist, deine Eltern wollen morgen früh auch nach Berlin fahren. Und wir könnten halt mitfahren. Da dachten wir uns halt, setzen wir uns halt mit ins Auto rein und nutzen die Gelegenheit. Ja, aber das Problem ist, es ist um 8 Uhr morgens. Das ist natürlich, also im Moment ist mein Rhythmus ungefähr so, ja, so um... Kann man machen? Das kann eigentlich gar nicht sagen. Da war es halt so eine Phase gerade, weil Black Ops 3 jetzt so langsam dem Ende hinzugeht und wir einfach alle WW2 zocken wollen und deswegen essen wir jetzt einfach ein Steak, Digga. Genau. Was geht ab? Er hört gerade Michelangelo von Nemo, weil er eine Stelle finden will. Leute, wir essen jetzt erstmal die Vorspeise, passt auf. Chorizo, beste Vasili, Alter, Grüße gehen raus. Hier Gambas, dann da Brot, Soße, alles da. Lass es dir schmecken, ne? Chefkoch am Start, Digga. Hier, bester Mann, hat uns wieder das, passt auf, das heftigste Steak mit. Oh, jetzt ist schon ein bisschen verblossen, aber nee, ist nicht schlimm, das ist der geile Saft aus dem kleinen. Schnell essen. Leute, ich hab so Bock. Bis gleich. Ja, Mann, Digga. Oh mein Gott, sieht das heftig aus. Erstmal Parkschein bezahlen. Hau rein. Hau rein. Nice. Oh. Ich muss so zum Friseur. Nee, 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 nee. Senorita, erkennst du meine Stimme wieder? Chillig rumlaufen. So Leute, es ist absolut 4 Uhr und wir haben uns spontan überlegt, dass wir in ungefähr einer Woche nach New York fliegen. Absolut gerade gebucht. 2,5 Stunden Angebot herausgesucht und ja, wir haben das beste Angebot aller Zeiten bekommen. Und ja, da konnten wir einfach nicht Nein sagen, ne? So spontan haben wir noch nie was gemacht, Alter. So crazy. Wir haben ja in Impact gefragt, ob jemand Bock hat mitzukommen, aber zum zweiten New York kann man sich mal gönnen. Das erste Mal bin ich in Amerika. Das ist für mich dieses Jahr einfach das zweite Mal New York, Alter. Ich habe schon so Bock auf die Vlogs und alles, ne? Das wird so geil. Jetzt schon wieder 14 Uhr. Ja, es sind jetzt, glaube ich, ungefähr 4 bis 5 Stunden vergangen und wir haben absolut nichts gemacht, außer... Ja, das kann man nicht sagen, aber ich habe mich hier auf jeden Fall fresh gestylt, bisschen umgezogen. If you're going through hell, keep going, meine Freunde. Was guckt ihr so, hä? Mit den Kameras erstmal eine Runde Insta-Bilder machen. Folgt mir gerne, aim.brot. Ja, wir wollen jetzt einfach los. Ja, und jetzt gehen wir erstmal ein paar Insta-Pics schießen. Dann gehen wir essen, bisschen Pizza essen. Und Sweezy und meine Schwester kommen mit. Copyright Strike, komm, Nummer 2. Na, this time. Ja, oh, das habe ich nicht gesagt. Na, wie geht's dir da hinten so? Gut. Guck mal, wie krass ist das gerade, bitte? Leider nein. Ja, hallo, wie geht's dir denn? Gut. Alles super hier? Ja. Ja, willst du eigentlich noch irgendwas... Guck mal, also sie ist so ein bisschen Fotografin für uns heute. Ja, begleitet uns quasi gerade so ein bisschen auf unserem Weg und ja, noch ein paar Daten zu ihrer Person so. Nee? So, okay. Ach, ich dachte du... Was dir gerade so spontan einfällt. Gar nichts. Wie bitte, wie war das? Gar nichts. Ah, super. So, und bei dir? Kein Kommentar. Also wir wollen jetzt halt einfach ein paar coole Bilder machen. Haben jetzt auch schon eine coole Location gefunden gehabt eben. Aber wir haben jetzt schon die zweite Location am Start, weil ich eben vergessen habe, die, ja, die Kamera rauszuholen. Was meinst du gerade, die... Die Leute gucken immer das so lustig. Das ist immer so, ne? Immer so, wenn man eine Kamera vor sich hält, denken die Leute immer, hey, was ist das für ein Mensch? Ja, aber wir sind auch nur normale Menschen, die ein bisschen verrückt sind. Ja. Ich will euch einmal so zu dritt raufkriegen fürs Thumbnail. Es wird so uncut reingeschnitten. Aber so ist, doch, Digga, so werde ich reinkommen, aber so ist halt heftig. So, so Leute, ihr habt mich wahrscheinlich gerade eh nicht mehr, aber ich wollte euch einfach nochmal kurz so zeigen, was ich anhabe. Weil wenn ich einen Vlog mache, kann man das ja auch mal machen. Ja, hier, dies, das, alles schon ausgebleicht, hat, ach, scheiß drauf. Eine kaputte, zerrissene Hose haben wir auch wieder am Start, weiße Schuhe. Und in dem Sinne, weiter geht's. Machst du jetzt ein paar Bilder von mir? Ja. Okay, supi. Läuft schon, Digga, ja. Läuft schon. Was gestorben? Ach, Max, Max, Max. Aha. Erzähl weiter. Interessant, nicht wahr? Bester Mann. Was denn?
Alles gut, Max. Ich rede mit mir selber. Dann darf man ein Foto benutzen. Wie ist das Resultat, lieber Maximilian? Da sehe ich aus, als hätte ich gerade einen Niesanfall. Ey, so ist eigentlich ganz geil, so der Ausschnitt. Da gibt es jetzt endlich lecker Essen. Hast du auch Bock? Der Blick. Sweezy hat auch richtig Bock zu essen. Ist so unscharf, ne? Ah, jetzt perfekt, super. Sieht schon ultra crazy aus. Alles nur für Mutter, Mutter. Ja, ey, das war echt geil. Da kann ich den Anfang jetzt perfekt. Melle heißt das Anfang und Ende. Es gibt zwei Wege, Tod oder Zelle. Groß auf die Schnelle, Digi. Durchspatzen sind Hemmschwelle, Waller, Suchfach, du steig, Bucke, Kapsel, Buzibi. Beste Weiß, Leute, drei Amphetamin. Links, rechts, Kombination. Ey Leute, wo sind wir hier gerade schon wieder gelandet? Wieder Parkhaus-Action am Start und wir gehen jetzt erstmal eine Runde ganz gediegen ins Kino. Da sollte ich jetzt die Kamera vielleicht eher nicht mit reinnehmen. Das wäre, glaube ich, von Vorteil. Bis gleich, ne? Ja, ich würde sagen, der Film war durchaus korrekt. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe gerade noch einen Käfer gerettet. Grüße gehen raus. Nächster Tag und ihr seht wahrscheinlich schon, wo wir uns hier gerade befinden. Das Video ist auch hoffentlich schon online gekommen, sollte eigentlich. Wir werden jetzt hier die Fußball-Challenge aufnehmen. Schön Arminia-Trikot am Start natürlich. Und die neue Chillig-Jacke, die wird wahrscheinlich auch bald dann irgendwann kommen. Auch mit dem Classic-Logo. Hast du nicht gemacht, oder? Was? Ach so. Ich dachte, ihr macht wieder nicht jugendfreie Sachen hier. Ja, wir sehen absolut broke aus. Habt ihr wahrscheinlich im Video auch schon gesehen, aber ja. Ich hab so Bock gerade, ne? Endlich mal wieder ein bisschen Fußballton. Wir haben uns absolut hier in Halle gemietet und los geht's, Digga. Schuss und... Den werde ich jetzt erstmal versenken da hinten. Oh, ihr guckt nicht, oh, guckt nicht. Genau, genau, genau. Also wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch gerne an. Ist auf jeden Fall nice geworden. Leute, Alter, wir sind jetzt fertig mit der Aufnahme. War auf jeden Fall sehr lustig. Und wir fahren jetzt gleich wieder nach Hause. Sweezy vloggt da hinten im Hintergrund auch noch so ein bisschen. Jetzt geht's erstmal schön. Stimmt, wir haben noch nichts gegessen. Aber wir sehen gar nicht mehr so broke aus. Ich habe das Gefühl, da drin sahen wir heftiger broke aus. Aber heute Abend geht's auf jeden Fall noch mit Vasili wieder unterwegs. Irgendwie da ein bisschen was essen und... Da sind jetzt auch die Videos gecuttet. Sweezy ist gerade noch dabei. Was geht? Alles klar? Ja, alles supi. Jetzt darf ich es mal, dass ich absolut kassiert habe. Ey. Obwohl ich eigentlich unentschieden... Wir hatten unentschieden, ja. Ja, wir haben uns, also wir sind absolut durcheinander gekommen und haben uns verzählt. Eigentlich wäre es 3-3 gewesen. Da habe ich 3-2 gewonnen, ne? Ja, da haben wir gut gezählt, ja. Du. Also kann man abschließend sagen, dass wir auf jeden Fall keine Mathe-Genies mehr werden. Und mir ist halt in der Aufnahme-Hektik irgendwie verloren gegangen. Aber Leute, schaut einfach das Video an. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall gleich noch essen, ja. Ne, hier Outfit auch fresh jetzt gesortet hier. Mit den heftigsten Pushen aller Zeiten. Wonach riecht's hier, Digga? Gummibärchen. Ja, Sweezy hat's geschafft. Bei Team Impact. Klasse ist immer, wenn das nicht scharf wäre, ne? So, wieder 2 FPS am Start. Yo, Digga. Wir sind da. Hä? Bist du eingebrochen oder was? Wir gehen jetzt erstmal schön zusammen auf die Toilette. Boah, hier ist sogar noch Licht an. So, mein Outfit gerade hier, Jeansjacke, so hier Hose und weiße Sneaker. Boah, das war eklig. Ey, Weitwinkel, Leute. Und Leute, nie vergessen, die Hände zu waschen, ganz wichtig. Ja, so viel dazu. Kurz hier in Decken eingekuschelt, gerade noch ein bisschen so Shisha, ein paar Sachen trinken, aber kein Alkohol, weil ich muss noch fahren. Oh, das Licht ist gerade so heftig, ne? Auch wenn ich von unten vlogge, aber es ist gerade mega gechillt hier noch. Jawohl, da sitzen die Buddies, Alter. Oh, es sieht so gesortet aus. Ja, Digga. Wir haben jetzt gerade noch lecker was gegessen. Ich habe leider nicht gefilmt, was war, aber da seht ihr noch so ein bisschen Döner-Teller und so weiter. Gerade noch einen Chai getrunken und jetzt geht's erstmal ab ins Bett. Ja, Digga, Hauptbahnhof-Style. Leute, waren erstmal hier um, keine Ahnung, 2:30 Hauptbahnhof oder keine Ahnung, wie spät es ist. Ja, war auf jeden Fall bisher echt ein geiles Wochenende, so mit Sweezy auch und so zusammen. Und wir gehen auf jeden Fall morgen noch zu 3D Supply. Das werde ich auch noch mit in den Vlog packen. Meine Lippen sehen roter aus, wie sonst, weil ich gerade scharf gegessen habe und fettig und so. Outfit is da. Und ja, bis morgen. So Leute, bei 3D Supply angekommen, werden wir jetzt hier bei diesem schönen Wind erstmal ein kleines Meeting abhalten, was dann so bald am Start ist an Merchandise, was so rauskommt. Wird auf jeden Fall cool und ich muss Sonnenbrille aufsetzen, weil es viel zu hell ist. Der Vlog ist auch bald schon zu Ende. Ich werde euch wahrscheinlich so einen kleinen Sneak Peek auf jeden Fall geben, was noch so kommt, für alle, die bis zum Ende dranbleiben und ja. So Leute, kleiner Sneak Peek. Es wird auf jeden Fall farbenfroh so die nächsten Wochen und Monate und Weihnachtsgeschäft und alles, aber das reicht jetzt auch schon. So, ich bringe jetzt den Sweezy gleich nach Hause und ja, hier hinten liegt der Berg an Klamotten. Jetzt glaube ich wieder 1-2 Stunden hier einfach besprochen, was halt so in Zukunft kommen wird. Alles gut geplant, muss natürlich gut geplant sein. Dann verlässt mich der Kleider hier jetzt gleich auch wieder und... Aber wir sehen uns eh in ein paar Tagen wieder. Ne? Ja, weil dann, ne, New York und so, ihr wisst Bescheid, also ey, ich hab so Bock. Übel. So, Digga. Hau rein, Digga. Mach's gut, war ein geiles, war nice. Ein geiles Wochenende und... Auf jeden Fall. Ja. Ein paar Tagen sehen wir uns wieder, aber jetzt in Kassel. Danach geht's weiter. Hau raus. Hau raus. Okay. Hau raus.
Hau rein, Digga. Ja, Leute, da ist der Sweezy auch schon wieder auf dem Weg nach Hause und ich werde jetzt gleich hier, warte kurz, ich werde mir was Leckeres reinschnabulieren auf jeden Fall. Ist schon geil, wenn man sich einfach selber ein bisschen was kochen kann, auch wenn es jetzt ja, eine Pfanne ist, die ich jetzt nicht unbedingt selber zubereitet habe. Aber Leute, wenn es euch gefallen hat, der ganze Vlog, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr wieder irgendwie Bewertungen da lasst. Wer euch abonniert hat, kann es natürlich auch gerne machen. Und dann bin ich auf jeden Fall raus. Das war's soweit von mir. Schaut gerne auch bei Sweezys Vlog vorbei und bei der Fußball-Challenge. Und in dem Sinne, haut rein, Leute, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.